Unterwegs mit Tomska auf der VidCon Europe. Der 26-jährige Brite ist einer der bekanntesten YouTuber. Er gilt als Veteran der Online-Video-Welt. Seit mehr als 10 Jahren begeistert er ein Millionenpublikum. Auf der VidCon ist er ein Star zum Anfassen. Für mich ist die VidCon die Gelegenheit, Fans zu treffen und zu sehen, für wen ich eigentlich meine Clips mache. Und den Menschen zu danken, die meinen Job überhaupt erst möglich machen. Rund 2000 Fans sind zur VidCon gekommen. Das günstigste Ticket kostet 100 Euro. Dafür können sie YouTube-Stars wie Hannah Hart oder Grace Helbig live erleben. Sie ist die Beste. Als würde ein Traum wahr werden. Man stellt viel eher einen Bezug zu den YouTube-Stars her. Sie verkörpern nicht einfach Charaktere. Vielmehr sprechen sie einen direkt an. Seit 2010 findet die VidCon in den USA statt. Dass sie jetzt erstmals nach Amsterdam kommt, hat seinen Grund. In Europa sollen sich die YouTuber international vernetzen können. Die Brüder Hank und John Green sind die Erfinder der VidCon und YouTuber der ersten Stunde. Die Möglichkeiten, Online-Videos zu verbreiten, sind vielfältiger geworden. Wir reden immer über neue Plattformen, neue Genres und neue Wege, um ein Video zu machen. Gerade werden sehr viele Live-Inhalte produziert. Die Leute machen sich Gedanken darüber, wie sie die neuen Sachen nutzen wollen. Mit YouTube-Videos kann man nach wie vor ein Star werden. Tomska hat 4,5 Millionen Abonnenten. Er erreicht knapp 1 Milliarde Videoabrufe. Mit seinen Animations- und Comedy-Clips ist er berühmt geworden. 17 Wege, seine Freundin loszuwerden. Ich habe dich beim Pokerspiel verloren. Du gehörst jetzt ihm. Aufstrebende YouTuber besuchen seine Workshops und Gesprächsrunden. Von ihm wollen sie lernen, wie sie ein größeres Publikum erreichen und damit höhere Werbeeinnahmen. Es ist egal, was du machst. Solange du mit Leidenschaft und Interesse bei der Sache bist, spüren das die Leute und wollen es sehen. Sei einfach du selbst. Doch es geht nicht nur ums Geschäft rund um lustige Unterhaltung. Auch sozial relevante Themen werden immer wichtiger. Zum Beispiel, wie lassen sich gesellschaftliche Veränderungen durch Online-Videos herbeiführen? Es gibt nicht nur Vlogger oder YouTuber, die Unterhaltung machen. Viele behandeln ernste Themen. Themen, die in deren Leben und in deren Ländern eine Rolle spielen. Es sind nicht immer nur Späße und Streiche. Auch wenn in Amsterdam nur die Hälfte der erwarteten Besucher gekommen ist, die VidCon soll sich zum globalen Event entwickeln. Online-Videos werden immer wichtiger. Zumindest sind Hank und John Green davon überzeugt. Überall gibt es Herausforderungen und Möglichkeiten. Und ich glaube, in 10 Jahren wird die ganze Welt der Online-Videos noch interessanter und die Inhalte noch nützlicher sein. Sowohl in den traditionellen als auch in den Online-Medien. Und ich bin sehr gespannt darauf. Ich freue mich über immer mehr Online-Videomacher. Am Ende des Tages zeigt sich Tomska wieder seinen Fans. Für sie ist er Vorbild und Ansporn. Das Motto der VidCon: Der Fan von heute kann schon der YouTube-Star von morgen sein. Die Online-Video-Welt und ihre unbegrenzten Möglichkeiten.